PJ Masks! Wir müssen PJ Robo helfen und verhindern, dass Luna gar den Kristall zurückbekommt. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Klone. Hab ich piefiger Plagegeist gesagt? Was ich wirklich meinte, war, dass du unglaublich bist, PJ Robo. PJ Robos. Also, ihr alle. Tut mir nicht weh! Gut, behaltet euren Kristall. Er ist mir sowieso viel zu unberechenbar. Aber ihr werdet mich wiedersehen, Pyjama-Plagegeister! Welcher von euch hat meinen Kristall? Motten, schnappt sie euch! Das lasse ich nicht durchgehen! Euer Flügel winkt! Super Gecko Schilde! Rettet PJ Robo. Jetzt legen wir den Kristall wieder dorthin, wo er hingehört. So, jetzt ist alles sicher verstaut. Und wir hätten es ohne dich nicht geschafft, PJ Robo. Ja, ich weiß, wir haben dich gebeten, im Hauptquartier zu bleiben, aber wärst du nicht aufgetaucht, hätten wir große Probleme gehabt. Danke. Und danke für das Sicherheits-Upgrade. Ich glaube nicht, dass Romeo sich so schnell wieder hierher teleportiert. Schneeroboter, fang! Ausgezeichneter Hofmeister! Was? Oh nein! Leider nicht ausgezeichnet genug! Oh. Ups, war das etwa ich? Wow! Roboter, steh da nicht so dumm rum, hol ihn zurück! Ja, Meister! Ich hab ihn, Jungs! Oh, oh nein! Was? Gecko! Aufhören! Wow! Da, ich hab ihn! Eulet? Oh ja! Hab ihn! Gut gefangen! Super Angriff, Catboy! Toller Pass, Gecko! So, jetzt zeige ich euch mein wahres Ich! Vorsicht, Meister! Es muss nur noch eine Sache unsichtbar gemacht werden. Oh, gut. Nimm mich. Nimm mich. Gecko, das Schild. Alles klar. Oh, wo ist er hin? Wo ist das Ding? Roboter, steh da nicht so rum. Hilf mir, den Unsichtbarkeitsstrahler zu suchen. Aber Meister, der ist doch unsichtbar. Ich hab genug von deinen Ausreden. Los, such danach. Ganz wie Sie befehlen, Meister. Du hast ihn. Klasse. Jetzt übernehme ich. Glück bei der Suche, Romeo. Roboter! Ja, Meister. Halt sie auf, Gecko! Zu groß, zu schnell, zu glühend! Lauf! Ah, der große Pössewoll! Guter Abgang, Wölfis! Und wenn ich euch los bin, ihr peinlichen PJs, wird das wirklich der Berg der Ninjas! Was ist mit der riesigen Felskugel, die uns folgt? Das waren die Wölfis! Ihr blödes Heulen hat sie gelockert. Du warst es auch. All die Kämpfe haben den Berg ins Wanken gebracht. Vielleicht habt ihr den Berg wütend gemacht. Deshalb hat sich die Felskugel gelöst. Wütend? Lauf, Ninjalinos! Lauf! Marvin! Deine Ninjalinos haben Namen? Ich benutze sie normalerweise nicht. Ich...
Was habe ich getan? Los, komm, Nacht-Ninja. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir machen das gemeinsam. Ninja-Finger. Eulenflügelwind. Katzentempo-Rettung. Super-Gecko-Muskeln. Wir haben es geschafft. Ninja-Finger. Und eure PJ-Kräfte. Entschuldige das Streiten, Rätselberg. Keine Sorge, Sie sind wieder in der Stadt. Sie haben wirklich nicht verstanden, worum es beim Rätselberg geht. Nein, haben Sie nicht. Gute Arbeit, PJ Masks. Du warst auch gut, Nacht Ninja. Das hatte ich nicht erwartet. Die PJs und Ninja gemeinsam als Team. Der Berg ist wirklich ein magischer Ort. Das ist er. Scheint, als ob wir uns alle den Berg teilen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Wofür braucht sie denn ihr Funkelblitzbuch? Eulenaugen! Okay, ein kleines Vögelchen zwitschert mir, dass du hier bist. Katzenflitzer, versteck dich! Genau rechtzeitig. Hier, und jetzt geht hinter die beiden Bäume und zieht es am Boden straff. Wenn wir Romeo aufhalten wollen, müssen wir zuerst den Roboter zur Strecke bringen. Und was jetzt, Eulette? Und jetzt benutzt die fantastische Eulette ihre eigenen Superkräfte. Zuerst Super-Eulenflügel! Dann Eulenaugen! Huhu! Schau, Romeo! Du hast immer noch nicht mein Lieblingsbuch. Was? Schnapp's dir, Roboter! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Gib mir das Buch. Stopp. Komm und hol's dir. Hör auf zu flattern. Bleib kurz stehen. Los, Roboter! Fang sie! Ha! Du bist dran. Juhu! Dein Funkelblitzbuch hat sich doch noch als nützlich erwiesen. Wach auf, du Konservenbüchse! Autsch. Danke, Meister. Es geht mir viel besser. Hey, nicht Eulette ist dein Meister, sondern ich! Eulette ist ein Genie. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, der Sturz scheint deinen Roboter schlauer gemacht zu haben, Romeo. Ja, gut gemacht, Roboter. Jetzt schnapp dir den Schurken und folge uns. Lass mich runter! Spring rauf, Catboy. Gemeinsam sind wir stärker. Dann los. Und jetzt suche ich den perfekten Kamin, um alles voll zu stinken. Hey, Romeo. Eine Katze und eine Eidechse auf meinem Sprungdoser. Das kann ja heiter werden. Ach ja? Schau dir Gecko an. Wow. Was? Auf einmal habt ihr's drauf? Das ist meiner. Es funktioniert. Wo seid ihr? Jetzt bin ich dran. Gebt ihn zurück. Tja, also dann. Dann hol ihn dir zurück. Jetzt, Catboy. Hey, lass mich los. Hör auf, du Plagegeist. Jetzt, Eulette. Gemacht, Pyjama-Helden. Und tolle Sprungtechnik. Gecko, das war katzenstark. Das ist nicht fair. Ich will nicht zu Fuß gehen, wenn ich die Welt regiere. Tja, vielleicht solltest du hüpfen. Sei vorsichtig. Es ist schwer, wenn man nicht so beweglich ist wie eine Eidechse. Lasst mich in Frieden, Pyjama-Helden. Das ist mein Sprungdoser. Und ich springe mit ihm, wie ich will. Okay, noch vor Tagesanbruch muss das Loch repariert sein. Wir helfen dir. Was sollen wir machen? Danke, aber es ist meine Schuld, dass die Wand eingekracht ist. Also werde ich sie selbst reparieren mit Superkatzentempo. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr.
die Schwerkraftmaschine erwischen. Cooles Chamäleon. Genau so etwas habe ich gesucht. Jetzt habe ich dich. Das Schild ist viel zu klein, um dich zu schützen. Ja, aber ich benutze es nicht als Schild, sondern als Spiegel. Hey, Romeo, du würdest mich nicht mal treffen, wenn ich 3 Meter groß wäre. Volltreffer. Nein! Meine Anti-Schwerkraftmaschine bleibt hier! Los, Gecko! Schnapp sie dir! Nein! Ja! Leg den Schild hoch, Catboy! Es wird Zeit, dass die Dinge wieder Boden unter die Füße kriegen. Nein, nein, nein! Du ruinierst meinen Plan! Ich kann wieder fliegen! Ja! Das Hauptquartier steht wieder auf der Erde. Jetzt bist nur noch du an der Reihe, Catboy. Gib mir meine Anti-Schwerkraftmaschine! Niemals! Ich glaube, es wird Zeit, dass dieses Teil für immer und ewig wegschwebt. Catboy, drück auf den Schalter! Nein! Dass ihr meine unglaubliche Maschine weggeschossen habt, wird euch noch leid tun. Ich meine, dann beim nächsten Mal. Mich habt ihr nicht zum letzten Mal gesehen. Wahrscheinlich. Aber seine Anti-Schwerkraftmaschine sehen wir nie wieder. Ja, dank dir, Gecko. Dann werde ich das Gleiche jetzt für euch tun. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Bus nicht haben kann, nehme ich mir stattdessen ein Pyjama-Heldenfahrzeug und lackiere es Ninja Schwarz und Ninja Blau. Catboy, Eulette, ich brauche eure Hilfe! Ich komme, Gecko! Na, 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 na. Ha, endlich bin ich frei! Hey, Nachtninja! 3 Pyjama-Helden, die sich gegenseitig helfen, sind stärker als deine Ninjalinos. PJ Masks, los! Super Katzen-Tempo! Du machst mir keine Angst, Eidechsenfuß. Warte nur, bis ich die Steuerung im Griff hab. Wie funktioniert dieses komische Teil? Dann behaltet doch euren blöden Bus und das Gecko-Mobil. Aber nächstes Mal werdet ihr mich nicht so leicht besiegen, PJ Masks. Wir. Denn solange wir gegenseitig aufeinander aufpassen, sind wir unschlagbar. Lasst uns husten und pusten. Was soll das? Es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert das nicht, du Fellhirn. Du hast es dir nur ausgedacht. Hä? Jip, jip, au! Jip, jip, jau! Fantastisch! Ultraschallheuler? Nicht cool für die Schule. Das ist alles meine Schuld. Ich muss die Wölfis aufhalten. Schon okay, Gecko. Wir schaffen das. Und Eule gegen das Geheule. Der Ultraschallheuler ist zu stark. Ich hab einen.
allem die Eiersuche verdorben. Nur weil ich nicht warten konnte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Im Ernst, Gecko? Jetzt ist nicht die Zeit für noch einen Mitternachtssnack. Nein, aber Zeit für ein Mitternachtsranschleichen. Klingeling, Abendessen. Jip, 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 jip. Passt das zu deinem Plan, Eulette? Gar nicht. Das hatte ich nicht eingeplant. Du kannst nicht alles vorausplanen. Das kannst du laut sagen. Und du musst doch nicht immer alles vorausplanen. Und nicht immer allein. Wir sind ein Team, richtig? Richtig. Luna Girl wird ihr fieser Trick noch leid tun. Hey, da kommt mir eine Idee. Mir auch. Falls das okay ist für... Ist okay. Erzählt es mir auf dem Weg zum Museum. Na los, fast geschafft. Katzentempo. Super Gecko Muskeln. Ihr PJ-Blödis. Meine Mondblase ist undurchdringbar. Dann schätze ich, dass du uns doch überlistet hast, Luna Girl. Hast gewonnen. Hä? Seid nicht so hart zu euch. Ich habe heute alle überlistet. Auch die lächerlichen Wölfi-Kids. Als ob ich die jemals zum Mond bringen würde. Meinst du, diese lächerlichen Wölfi-Kids? Hey, wen nennst du hier lächerlich? Nein, wartet. Ich kann es erklären. Macht euch keine Mühe, eure Hoheit. Ich werfe euch in hohem Bogen unter. Wir müssen sie aufhalten. Ultraschallheuler! Alle zusammen! Eulenflügelwind! Oh, gar nicht mehr so groß und elastisch, liebe Blase. Super Gecko-Muskeln! Das hast du davon, wenn du dich mit den Wölfi-Kids anlegst. Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! Wir stecken fest. Gar kein Gecko. Ich hole euch da raus. Keine Zeit. Die Klebeklatscher dürfen auf keinen Fall die Stadt überfluten. Du hast recht. Ich zeig dir denn jetzt eine andere Seite von Gecko. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Okay, versuch's noch mal. Ha, geht auch ohne Muskeln. Schnappt ihn euch! Obwohl ein bisschen Muskelkraft trotzdem hilfreich sein kann. Angelinus! Nicht gerade ein Eulensturzflug, aber für einen Gecko nicht übel. Ein kleiner Sprung für eine Katze, aber ein großer Sprung für die Eidechsen. Bleib bei dem, was du am besten kannst. Gecko! Hä? Schnell! Was? Ha! Bleib du bei dem, was du am besten kannst. Nämlich gegen uns zu verlieren. Oh oh. Ja, seht mich an. Ich bin nicht nur der Superstarke, hä? Absolut. Aber wenn du schon hier bist... Kein Problem. Super Gecko Muskeln. Ihr habt recht. Der Berg ist was Besonderes. Er wird immer der Ort sein, an dem ich erkannt habe, dass ich mehr bin als nur Eidechsenmuskeln. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ihr habt recht. Ich bin der Meister. Und jetzt tauche ich so tief wie noch nie. Siehst du? Wenn du so einen Loop
Jumping machst, kannst du den Tentakeln ausweichen. Und vergiss nicht, Roboptopus hat eine Menge Arme. Aber Schwänze sind auch nützlich. Danke, Leute. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Schwanz. Es ist vorbei, Roboctopus. Dem Meister der Tiefe entkommst du nicht. Ja, Deko hat's geschafft. Zumindest hoffe ich, dass er das hat. Ich kann ihn nicht sehen. Ja! Ja! Oh! Warten Sie auf mich, Meister. Nächstes Mal kriege ich euch Pyjama. Unzerstörbar. Schätze, wir haben mit unseren neuen Kräften nichts Gutes bewirkt. Ich glaube, er hat einen Plan. Das klingt gut, finde ich. Hier oder hier? Sehr schön, Meister Romeo, der Große. Ja. Weil ich jetzt das Sagen habe, läuft es etwas anders. Ich stelle noch eine Flagge auf. Stopp! Mit oder ohne Käfig halten wir dich auf! Oh, kommt schon! Ihr PJ-Hamster könnt von da drinnen aus gar nichts tun. Erinnere sie noch mal, Roboter. Romeo hat gewonnen! Ja, aber das lag nur an deinem Kraftgürtel. Und der hat keine Chance gegen... PJ-Robos, Geheimkraft! Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich mit diesem Blecheimer besiegen, wenn ihr es nicht mal mit euren neuen Kräften schafft? Neue Kräfte? Ha, die sind gar nicht. Überbewertet. Überhaupt nichts im Vergleich zu PJ-Robos Geheimkraft. Die ist der Hammer. Das werden wir noch sehen. Roboter, Angriff! Ja, Meister. Das ist keine Geheimkraft. Er ist einfach nur schnell. Warte eine Nanosekunde. Hey, Moment mal. Wo laufen die denn hin? Unzerstörbarer Käfig. Hm? Wir brauchen keine Kräfte. Rollen wir los. Stopp! Schallvibrationsgerät. Tunnel graben. Von wegen, ich wäre nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein. Was war das denn? Das war mein typischer Donnerschlag. Ganz im Gürteltier-Manier. Wow, er ist echt stark. Habt ihr genug PJ-Masks? Jetzt sind wir an der Reihe. Viel Glück. Kommt und holt mich. Also gut, du hast es so gewollt. Zeigen wir unserem Freund mal, wie es ist, wenn man seine Kräfte im Griff hat. Eulett. Eulenflügelwind. Hey! Was ist los? Was machst du da? Ich zeige dir, wie ich meine Kräfte einsetze. Gecko. Super Gecko Muskeln. Oh, ist mir schwindelig. Hey,
Wo ist er hin? Ich bin hier. Wahnsinn, wie habt ihr diese ganzen Tricks gelernt? Durch Übung. Wie du siehst, haben wir verschiedene Kräfte. Und wir haben gelernt, sie auf die bestmögliche Weise einzusetzen. Also immer schön üben. Denn Übung macht den Meister. Ich muss zugeben, das war ziemlich cool. Vielleicht muss ich doch das eine oder andere lernen. Wir helfen dir gern dabei, Großer. Danke. Hey. Aber zuerst muss ich mich noch um etwas kümmern. Das wurde aber auch Zeit. Komm schon, Ninja Linus. Wir verschwinden von hier. Für heute Nacht habe ich genug von diesem Schildkröten-Till. So, ich glaube, jetzt ist wieder alles so, wie es war. Wir sehen uns, PJ Masks. Katzenstreifen. Was? Ja! Haha! Supergecko-Schilde! Ich bin unbesiegbar! Super-Eulen-Federn? Wie cool! Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal krieg ich euch PJ Masks. Ja! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Du hättest die Wagen erst gar nicht, wenn da nicht der Ninja Pirat und die Crew der Jolly Ninja wären. Geht's euch gut, Jungs? Nein, wir kleben hier fest. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Ich hätte wirklich alle Umzugswagen beschützen sollen. Und eben nicht nur meinen grinsenden Gecko. Das ist der Geist des Karnevals. Dann sollten wir jetzt den Umzug retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Aber wie? Du klebst an einem grinsenden Gecko. Juhu. Hör auf damit, du bist kein Pirat. Er ist zwar voller Klebeklatscher, aber ich weiß, wie er funktioniert. Eulett, drück mit deinen Super-Eulenfedern auf den Knopf. Dadurch löst sich die Zunge und ich bin wieder frei. Aber Romeo hat die Kontrolle. Er wird sie wieder befestigen. Zieh mit deinen Federn auf die Antenne an seiner Brille, dann kann er nichts mehr kontrollieren. Super-Eulenfedern! Oh! Hey, du hast meine Antenne verbogen. Ich bin frei. Verschwinden wir von hier. Nein. Die wichtigen Dinge zuerst. Und damit meine ich dich, Catboy. Super Gekobus-Geld. Jetzt holen wir uns alle Geräte. Und dann nehmen wir es mit diesen Piraten-Ninjas auf. Seid auf der Hut, Landratten-PJs. Euren Flügel weg. Juhu. Nein, vergiss es! Das ist mein Piratenschiff! Oh, wieso halten wir an? Eine rote Ampel? Ist das dein Ernst? Natürlich kann ich die regeln. Grün heißt gehen, rot heißt stehen. Und schon seid ihr gefangen.
Haben wir euch! Super Katzenstreifen! Heldenhaft. Du zerstörst nur Sachen. Wir können dir helfen, Romeo zu besiegen. Geh weg. Ich schaff das. Sieht aus, als wären da nur noch du und ich, Gürtelschurke. Hast du gehört, Roboter? Gürtelschurke. Der war gut, Meister. Ich hab so meine Momente. Schurke? Schurke? Ein wirklich starker Schurke. Zusammen könnten wir die PJ Masks aufhalten und dann übernehmen wir die Welt. Also, was sagst du dazu, böser Partner? Willst du es noch mal versuchen? Ich... Ich glaub wohl eher nicht, Romeo. Denn ich bin ein Held, genau wie die PJ Masks. Hey, hör auf damit. So blamierst du mich nur. Du hast dich mit dem falschen Helden angelegt. Betrachte das als Warnung. Hey! Ah, Roboter, was würde ich nur ohne dich machen? Wollen mal sehen, Meister. Komm zurück, Roboter! Bitte, bitte! Du bist mein Helferlein Nummer 1, sonst niemand! Gut, aber nur, weil sie mich zur Abwechslung mal nett darum gebeten haben. Aufhören! Das kitzelt! Und das lässt mich weniger böse aussehen. Es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Helden! Und wir werden uns auch wiedersehen, Gürtel Tilly Vanilli! Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein! Ich komme! Aber ich bin so nah dran! Ich hab dich! Oh, klasse! Was jetzt? Halt dich einfach fest! Dann bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wär's mit Hilfe? Super Gecko Muskeln! Komm schon! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Oh, wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Oh. Oh. Dann nächstes Mal. Oh, oh. Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Soeben bewiesen, dass wenn wir unsere Kräfte zusammenschließen, wir alles erreichen können. Und jetzt ist es Zeit, den fiesen Ninjas eine PJ-Überraschung zu bescheren. Ich spüre gar nichts. Wir haben unseren Freund zurück, Nacht-Ninja. Jetzt ist es Zeit, herauszufinden, wer die wahre Macht hat. Komm schon!
funktioniere! Hä? Er sollte ihm doch dreimal so viel Kraft verleihen. Ergibt für mich Sinn. Wer den Ring erhält, muss seine Kräfte vereinen. So wie wir. Denn dieser Ring verleiht einem nicht dreimal so viel Kraft. Er beweist einem, dass man schon dreimal so viel Kraft besitzt. Wenn wir zusammenarbeiten. Viermal so viel Kraft, wenn man PJ Robo dazu zählt. Ninja Linus, los, holt mir den Ring zurück. Er wird funktionieren, ganz sicher. Ich glaube, ich war noch nie so froh zu sehen, wie sich jemand so schnell vom Acker macht. Ich finde, wir sollten die zurück zur Bücherei bringen. Wir können sie uns morgen ausleihen, und zwar regulär. Und für unseren nächsten Ausflug zum Rätselwerk recherchieren. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy, guck! Hey, seht euch das an! Da ist ein roter Punkt am Boden. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss diesen Punkt fangen. Vorsicht, du dumme Katze! Ich hatte ihn fast. Hey, wo ist der hin? Ja! Wuhu! Vorsicht, Pizza-Kätzchen! Robert, lass mich runter! Ja! Warte auf mich! Romeo, wo ist der Umkehrknopf von dem Ding? Das verrate ich dir nie! Okay, in was für ein Tier würdest du gern verwandelt werden? Das wagst du nicht! Nicht! Bitte, bitte, bitte! Ich will kein Tier sein! Mir reicht's mit Tieren! Der Umkehrknopf ist an der Seite! Wuhu, ja! Warte eine Nanosekunde! Oh! Hm? Was? Ja, wuhu! Hä? Hör damit auf! Ja! Hey, Catboy! Catboy, fang den Punkt, fang den Punkt. Braver Junge. Halt still, Catboy. Schon okay, Miete Catboy. Ich habe dich jetzt. Erwischt. Okay, Kinnkraulen ist jetzt eher unpassend. Entschuldige, Roboter, ich muss gehen. Oh. Hey, Roboter, danke, dass du dich so gut um mich gekümmert hast. Du wärst ein tolles Haustierherrchen. Meinst du das ernst? Vielleicht lässt der Meister mich eines Tages meine eigene Katze haben. Tut mir leid, Roboter. Und netter Versuch, Romeo. Kinderspiel. Ohne Pfoten. Unser Gefährt treibt nur so herum. Entschuldige, vielleicht müssen wir nur... Es fliegt nach oben. Zum Mond. Das ist unfair. Ich will auch mitfliegen. Voll wolfsmäßig. Immerhin haben wir den Katzenflitzer wieder. Aber was ist mit dem Gecko-Mobil und dem Eulengleiter? Und was ist mit unserer Stadt? Sie verwüsten sie. Du hast recht. Ich habe echt nur an mich gedacht. Ich bin wohl auch ein bisschen wolfsmäßig drauf. Ringelndes Reptil, pass auf den Schwanz auf! Wow. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Wir müssen unbedingt den Schwanz erreichen. Nur so können wir sie abbremsen. Aber dein Flitzer wird sich auch darin verfangen. Super Gecko muss gehen! Eulette, flieg hoch, entriegle die Krallen und übernimm die Kontrolle. Dann stürzt ihr ab. Wir sind über dem Wassergraben. Das ist okay. Gut für das Gecko-Mobil. Aber dein Katzenflitzer wird untergehen. Die Stadt ist viel wichtiger. Wir müssen die Wölfis aufhalten. Mond! Voll wolfsmäßig! Au!
Also, dein Plan hat echt funktioniert. Ja, scheint so. Ein Katzenflitzer sicher an Land gebracht. Und dazu ein paar Wölfis. Hey, Wölfis! Ihr müsst noch was erledigen.